Finale bei Rocket League Season. Squad Rocks gegen Express. Der Erste gegen den Zweiten. Wir sind Zweiter. Express ist Erster nach aktuellem Stand aufgrund eines besseren Torverhältnisses. Obwohl das Torverhältnis jetzt nicht mehr irgendwie weitergezählt wurde. Keine Ahnung. Normalerweise müssten wir jetzt Erster sein. Aber wir haben die Gruppenphase als Zweiter bestanden und Express als Erster. Und jetzt geht's ab ins Finale. Also eigentlich könnte man sagen, ja, es war vorhersehbar. Die stärksten Teams haben sich durchgesetzt. Express hat 1-0 gegen die Mammoths gewonnen. Die Mammoths sind Vierter in der Gruppenphase geworden. Express war deutlich führend. Und, deutlich führend kann man auch nicht sagen. Wir waren ja eigentlich aufgrund nur eines, ich glaube, wir haben ein paar Tore zu viel reinbekommen. Immer weil wir es nie geschafft haben, mal zu Null zu spielen. Das ist so ein bisschen doof eigentlich. Auch jetzt haben wir es wieder nicht geschafft, zu Null zu spielen. Immer irgendwie eins oder zwei reinbekommen, dann mal wieder eins, hier wieder eins. Da haben wir verloren sogar. Hier haben wir sogar drei reinbekommen. Da wieder eins, da zwei und hier auch mal wieder zwei. Also wir haben zu viele Tore reinbekommen und im Finale wollen wir das natürlich besser machen. Wobei ich nicht davon ausgehe, dass wir das hier jetzt zu Null machen. Hauptsache wir gewinnen das Finale. Ansonsten Zweiter ist auch ganz gut, aber jetzt wollen wir erstmal rein in die Partie. Rein ins Finale von Rocket League Season. So, wir spielen im Manfield. Gegen Express. Und ich bleibe erstmal wieder hinten. Und gucke es mir einfach mal an, was die Jungs hier so fabrizieren. Möglichkeit. Nein! Das wäre schon gleich die Führung gewesen. Das hätte sie auch sein müssen. Oh, scheiße. So, jetzt hier kann doch mal einer, wenn er will. Nee, er möchte nicht. Doing. Okay. Ja, der muss... Oh. Den muss ich noch hier schnell parieren. Okay. Raus, genau. So, Vorlage wieder, ihr dürft. Nee. Vorlage abgewehrt. Oh, scheiße, da komme ich nicht ran. Ah, Mist. Wollte ich ihn hier wegbügeln? So, der muss jetzt reingehen. Nein, Pfosten! Upsala. Das ist natürlich immer ein bisschen risikohaft, den Ball dann nochmal aufs Tor zu schießen, beziehungsweise versuchen, gegen den Pfosten zu schießen, weil man nicht genau weiß, ob hinter einem noch einer steht, der den Ball wieder reinbuxieren könnte. Okay, und jetzt geht's hier wieder auf unser Tor. Keine Power. Nicht selber reinmachen, was macht ihr denn? Die machen ihn selber rein. 1-0 für den Gegner und das im Finale. Oh, jetzt müssen wir Gas geben, Leute. Jetzt müssen wir Gas geben, aber richtig. So, wenn sich 5 streiten. Freut sich der Dritte? Nein. Nein, der geht schon wieder rein. Scheiße, 2-0. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist es wirklich, wirklich, wirklich eng. Oha. Also ob wir das jetzt nochmal packen,
Da muss jetzt einiges kommen. Oha. Alter, haben wir ein Glück. Naja, Glück haben wir nicht wirklich. Steht 2-0 für den Gegner. Also, von Glück möchte ich da nicht sprechen. Und eigentlich gesagt, ehrlich gesagt, finde ich das sogar ziemlich unverdient. Jetzt komm. Mach ihn rein, nicht in Pfosten. Er geht gegen den Pfosten. Nein, das wäre das Ding gewesen. Dann hätten wir noch eine Chance gehabt, aber jetzt sieht es, glaube ich, ziemlich, ziemlich schlecht aus. Ja, das sieht nicht mehr gut aus. Ich vermute, wir verlieren das Finale. Oh, das ist so bitter. Das ist so bitter. In einer Minute 2 Tore. Wird schwer, wird sehr schwer. Oh nein, auch das noch. Es sieht danach aus, als würden wir das Finale verlieren. Ja, das ist das 0-3. Oh Mann, das ist eine eindeutige Niederlage im Finale. Das gibt's doch gar nicht. Ach du Scheiße. So, das Finale ist vorbei. Wir sind unglücklicher Zweiter. Gut, sie waren halt einfach schlauer. Sie haben uns eigentlich fast immer nur ausgekontert. So, das Finale ist verloren. Squadrox verliert gegen Xpress. Ja, ich bin ausgeschieden. Schön. Leck mich durch. Ja, so war es halt nun mal. Kein Tor geschossen und die anderen, jeder hat von denen mal getroffen. Schade. Das ist echt schade. Aber immerhin sind wir Zweiter geworden. Eigentlich hätten wir es packen müssen. War wie gesagt, also ich fand ehrlich gesagt, wir waren besser drauf als die. Aber die haben halt einfach viel, viel klüger die Tore geschossen. Und dann zum Schluss, als wir noch eine Riesenchance hatten, ja, haben die es halt einfach mal, haben wir es einfach mal versemmelt, obwohl der eigentlich drin sein müsste. Und den habe ich natürlich verhauen. Aber was will man machen? Aber das Gute ist ja, nach einer Saison ist vor einer Saison. Wir werden auf jeden Fall noch eine Saison spielen bei Rocket League Season. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.